Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine gewisse Polemik, die sich der erste Timotheusbrief hier leistet. Aber eine Polemik, die zu einer Klarheit führt. Was Paulus hier an Timotheus schreibt, ist natürlich zugespitzt. Aber alles, was nicht hingerichtet ist, ausgeht von Jesus Christus und deckungsgleich mit der kirchlichen Lehre ist, führt zu Verwerfungen, Auseinandersetzungen, Wortgefechte, Neid, Streit, Verleumdungen, Verdächtigungen, Gezänk. Das ist ja nicht nur an einen Vorsteher vor 2000 Jahren geschrieben, an Timotheus, der eine wichtige Aufgabe zu bewältigen hat, es gilt für uns alle. Wer sich nicht an die gesunden Worte Jesu Christi, unseres Herrn und die Lehre des Glaubens hält. Unser eigenes Leben so zu leben und einzurichten, dass es genau in den gesunden Worten Jesu Christi die Quelle und den Ausgangspunkt hat. Und das, was wir davon erkennen, nicht einfach als das eigene zu nehmen, die eigene Idee, die eigene Inspiration, den eigenen Weg, sondern es immer verpflichtend zur Deckung zu bringen mit dem, was die Kirche ist, was die Kirche lehrt. Das ist Gesundheit. Und Paulus nennt uns noch zwei Kriterien. Frömmigkeit und Genügsamkeit. Beides steht in unserer Gesellschaft, manchmal auch in der Kirche, in Verruf. Über beides wird viel gesprochen, aber wo findet man das wirklich? Frömmigkeit. Geübte, gelebte Frömmigkeit und Genügsamkeit. Man könnte dieses berühmte Buch von Erich Fromm zitieren, Haben oder Sein. Das ist immer die Alternative. Eine Existenz zu leben, ein Sein zu leben oder sich im Haben, sich in der Anreicherung zu erschöpfen. Das gilt nie nur von außen, sondern gilt erst recht für geistliche Menschen, die wir doch sein wollen.